So, da haben wir es. Montag, 8.30 Uhr, pünktlich hier bei Tickmill Deutsch live über die Ether. Der Blick in Gold, in Euro, US-Dollar und auf das Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen. Und natürlich, wie jeden Morgen, hier Zeit für Wunschmärkte. Das heißt, hier der kleine Bonus für all diejenigen, die sich ja, die Zeit nehmen, live zuzuschauen. Wer mag, gerne rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne um den ein oder anderen Wunschmarkt. Ich mache mal gleich mal noch den Chat auf. Guten Morgen, Grüße, komm rein. Und <laughs> klasse, auch schon der erste Wunschmarkt hier, dass wir mal auf den SP 500 schauen. Das war ja ein wirklich guter Jahresauftakt, den wir hier hatten. Das passt. Der Kaffee ist auch warm, sehr gut. Den DAX, alles klar, kommt, kriege ich ran. Lutz, Thema Bitcoin ähm, habe ich gerade auch auf der Uhr. Äh, du hattest das schon mal gefragt. Äh, die Anfragen bekommen wir auch immer wieder über die CFDs. Es ist verboten, ähm, die CFDs äh, zu traden ähm, auf dem Bitcoin. Deswegen sind die hier nicht da. Äh, von der Seite her, ja, ist Gesetz. Deswegen ist es da, wo es ist. Aber es ist natürlich ein gigantischer Höhenflug, den wir da erleben. Das ist irre. Was da gerade abgeht, ähm, unglaublich, da fehlen einem fast die Worte. Wenn die Hausfrau von nebenan fragt, soll ich Bitcoin kaufen, da klingeln bei mir immer die Alarmglocken. Aber sei es drum, ähm, es ist, wie es ist. Wir, wie schon gesagt, haben heute hier den Blick auf Gold, Euro, US-Dollar, britischer Fund, japanischer Yen und zunächst natürlich auf den Risikohinweis, den bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir besprochen. Tja, und dann kommt wie immer der Blick auf die Nachrichten. Montags meistens etwas rar gesehen. Wir sehen es, wir haben in der Nacht aus China Verbraucherpreisdaten bekommen, Plus von 0,7 Prozent äh, im Monat Dezember. Und dann heute irgendwann im Laufe des Tages, beziehungsweise wir sehen es hier sogar die 14.15 Uhr 40, so rum, um 15.40 Uhr spricht EZB-Präsidentin Lagarde. Das sind die planbaren Dinge. Wieder heute zu so kommen. Was ein bisschen ungeplant ist, ist mal wieder Trump im Fokus: Thema Impeachment, Amtsenthebungsverfahren. Das ist natürlich etwas, das kann einiges bewegen, auch an den Märkten. Der ein oder andere wird sich jetzt sagen: Ja, Gott, der tritt doch nächste Woche sowieso ab oder wird abgetreten. Warum dieses Hin und Her noch? Ähm, ja, es sind politische Dinge, äh, die dort im Hintergrund auch stehen. Es ist ein bisschen Drohkulisse, weil man muss einfach auch wissen, wenn ein Amtsenthebungsverfahren durchgezogen wird, ähm, ist es zum Beispiel vorbei mit einem, wieder, mit einem Wiederwahlkampf. Und äh, Trump hat ja schon gesagt, er möchte gerne 2024 wieder antreten, denn Amerika wird ja jetzt wieder klein gemacht und er will ja Amerika wieder groß machen. Äh, von der Seite her ist eine... Sag ich mal, ein, 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 ein erneuter Wahlkampf von ihm in 2024, zumindest aus jetziger Sicht auch zu erwarten, und so ein Impeachment-Verfahren, wenn es dann durchgezogen wird, ähm, hat halt dann äh, die Folgen, dass er zum Beispiel nicht nochmal antreten kann. Es hat auch noch ein paar andere negative Folgen für ihn, äh, da gibt es so Leistungen, die US-Präsidenten auch bekommen, das male ich jetzt nicht weiter aus, aber das sind einfach Dinge, die fallen dann weg. Ähm, muss man sehen, was wird, das ist nicht so einfach durchzuziehen, wir haben es ja schon mal gesehen, aber es ist auf alle Fälle eine Drohkulisse, wo man einfach schauen muss, wie das Ganze hier angeht. Heute kommt es so ein bisschen auch auf Pence an, ob der hier dem äh, ganzen Antrag auch mit zustimmt, wenn nicht, wird es hinten dran gemacht. Also das kann durchaus ein paar Verwerfungen geben an den Märkten, je nachdem was kommt. Das wird sich zeigen. Das ist allerdings definitiv ungeplant an dieser Stelle. So, das, was wir planen können, sind wie schon gesagt die Wunschmärkte. Ja, und das machen wir auch. Deswegen rein in die Charts. Das Bild mache ich ganz groß hier an dieser Stelle. Das heißt, der Blick in den Goldpreis hier. Ganz klar, wer das äh, Research am Sonntag gelesen hat, ähm, tja, der wird gesehen haben, was ich geschrieben habe. Wir haben hier unten noch die Marke von 1828, was das Tief der letzten Woche gewesen ist. Aber ziehen wir das Ganze mal von oben herauf oder von oben aus nach unten ab und äh, schauen uns das Ganze mal eben kurz in der Woche an. Und zwar, wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen wollen, ähm, dann sehen wir hier. Diese sehr sehr starke auch langanhaltende Aufwärtsdynamik, das ist da wohl gemerkt. Das ist jetzt ein Wochenchart, ja. Das müssen wir einfach sehen und der Wochenchart, er ist hier. Das habe ich rot markiert, definitiv abwärts gerichtet an dieser Stelle. Das Ganze, was wir hier gesehen haben, diese grünen ähm, trendigen Aufwärtsschübe, das ist das, was wir im Tageschart gesehen haben. Also bis letzte Woche war der Tageschart noch aufwärts gerichtet. Das hat sich letzte Woche erledigt. Nichtsdestotrotz ähm, hatte ich ja in der letzten Woche auch schon angekündigt, dass es so rein, äh, von der, von, von den äh, Saisonalitäten, äh, die wir haben, haben wir ja Oft Zeiten, wo man sagt, vom November, Dezember eines Jahres bis ähm, so Januar, Februar eines Folgejahres hat der Goldpreis gute Chancen zu steigen. Und wir hatten ja ähm, in der letzten Woche auch darüber gesprochen, äh, über den Goldpreis, da sagte ich ja auch an dieser Stelle, ähm, Season Next gibt das Ganze an. Von jetzt an kaufen bis äh, in, den, äh, in den Februar hinein hat man gute Chancen zu steigen, mit steigenden Kursen zu rechnen. Ähm, das sind alles Dinge. Äh, die sind in den letzten äh, vielen, vielen Jahren immer wieder passiert, zu 80 Prozent. Aber man muss natürlich darauf warten, bis es gespielt wird. Und die Chance, die haben wir jetzt auch weiterhin. Deswegen beleuchten wir das Thema heute mal so ein bisschen. Und wir sehen in diesem Chart jetzt hier ein paar Marker. Ich nehme mal die, die wir jetzt für die aktuelle Besprechung nicht brauchen, ganz kurz raus. Die legen wir uns dann wieder rein. Keine Sorge. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, wir haben hier an dieser Stelle den großen laufenden Abwärtstrend, hier die starke dynamische Gegenbewegung. Und wir schauen jetzt hier mal mit Absicht auf den Wochenchart, weil das ist ein relativ starkes Szenario, was sich hier entwickeln kann, aber nicht muss. Und wir sehen es, wir sind mittlerweile unten unter das Wochentief von letzter Woche gefallen. Das ist alles heute Nacht passiert, aber. Dieser Bereich, in dem wir hier unten sind, dieser, ja, dieser Schwungbereich zwischen 1000, ich sag mal, 1830 und 1820 hier unten in diesem Drehbereich, ähm, das ist schon ein Level, da hatten sich immer mal wieder Käufer gefunden. Und das ist das, was wir hier auch sehen. Ne? Letzte Woche unten ran und dann wieder hochgegangen. Jetzt, diese Woche auch, unten rauf und schon wieder hoch. Da sieht man, da Greifen schon immer wieder Käufer zu. Und das Szenario, was sich hier jetzt auf dem ganz, ganz großen Bild entwickeln kann, ist einfach ein Szenario, wo sich hier im großen Bilde eine, eine Umkehrformation entwickeln kann. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich sage, hier muss man jetzt geduldig warten, na? wie das Krokodil auf die Beute. Wann wird es Zeit, hier einzusteigen? So, und das ist jetzt nämlich der interessante Bereich. Denn das ist etwas, das hat man bei solchen Umkehrformationen sehr, sehr oft. Wir sind jetzt hier verortet noch in diesem Abwärtstrend. Der ist ganz klar, der ist sauber ersichtlich. Wir haben jetzt hier die Gegenbewegung gehabt mit einem schön nach oben laufenden Trend. So, und wenn wir uns mal das Ganze ähm, anschauen wollen auf der Tagesbasis, ich springe jetzt mal so ein bisschen zwischen den Zeiteinheiten hin und her ähm, und das Ganze mal sehen wollen, hier mal ein bisschen zusammenraffen wollen. Schaut mal, schaut euch mal die Korrekturen an, die wir bisher immer gehabt haben. Es ging nach unten. Die Korrektur lief nach oben, hat sich kein Aufwärtstrend auf Tagesbasis gebildet. So, hier ging es nach unten, dann ging die Korrektur nach oben. Hier hat sich kein sauberer Aufwärtstrend auf Tagesbasis gebildet. Ne? Hier ging es mal leicht trendförmig nach oben, dann trendförmig nach unten. Dann wurde das Ganze wieder gebrochen und dann sind wir wieder runtergegangen, trendförmig. Das, was wir hier drüben gehabt haben, ist mal definitiv eine ganz, ganz anders laufende Korrektur, weil wir hatten einen schönen, sauberen Aufwärtstrend und der lief tatsächlich auch bis oben rein in diesem Widerstandsbereich bei 1960. Der kommt von hier hinten, schaut mal hier, das zog sich hier hinten alles durch. Also, das ist ein Bereich, der hat schon eine gewisse Relevanz. Und das, auf das ich jetzt mich so ein bisschen vorbereite im längeren Bild, das ist jetzt das Interessante auf dieser Basis. Und deswegen gehen wir nochmal ganz kurz hier in den, in den Wochenchart rein. Wir gehen gleich wieder in den Tageschart, weil für die aktiven Trader macht das durchaus Sinn, da reinzuschauen, dann sogar noch eine Zeiteinheit kleiner. Nur, ich weiß, wir haben hier diverse Zuschauer und auch die nebenberuflichen Traderinnen und Trader können hier eine Menge, Menge rausziehen, wenn wir nämlich tatsächlich die Umkehr bekommen. Und das ist das Bild, was ich jetzt mal ganz kurz skizzieren werde hier an dieser Stelle. Dann nehme ich nochmal mein Zeichentool zur zur Hand, denn trotz dass der Markt hier nach unten geritten ist, hatte ich ja schon gesagt, wir haben durchaus Chancen, denn diese Korrektur, die wir jetzt hier gesehen haben, sah anders aus. Und was hindert denn den Markt daran, folgendes zu tun? Was brauchen wir denn für einen Wechsel, äh, für einen Paradigmenwechsel, dass wir hier gut und stark die Richtung wechseln können? Wir brauchen folgendes: einfach gesagt, das war der erste Aufwärtslauf. Der ging schon mal sehr, sehr tief rein. Ja? So Die Gefahr für die Longseite besteht jetzt natürlich darin, dass wir hier dieses massive Umkehrsignal bestätigen. Ne? Wir haben es ja heute schon bestätigt bekommen. Wir sind unter das Vorwochen tief gefallen. Aber noch verharren wir hier unten in diesem Unterstützungsband. Fällt das weg, finden sich hier keine Käufer. Dann besteht die Gefahr, dass wir hier unten nochmal das tief reinfallen. Und jetzt ist hier die große Frage, wie geht es hier weiter? Bricht der Markt tatsächlich drunter durch, wäre das ganz klassisch Trendfortsetzung. Trendfortsetzung dieses Abwärtstrends, nächste Anlaufpunkte hier. Die 1765 halten also nicht. Das ist der große Kaufbereich, wo viel Geld geflossen ist, um diese starke Dynamik sozusagen nach oben auch aufzubringen. Hält das Level, wie schon gesagt, nicht. Nächster Anlaufpunkt hier, um die 1680 bis 1700 US-Dollar, haben wir einen sehr, sehr schönen, auch starken Kaufbereich. Der könnte dann durchaus die Unterseite auffangen und den nächsten Bereich als Ziellevel bieten. Von hier, wo wir jetzt stehen, bis unten rein. Das ist interessant, durchaus sehr schön zu sehen für die Short-Richtung zu traden. Nummer eins. Aber Nummer zwei, was wir hier auf der Uhr haben, ist: Was passiert denn, wenn wir entweder direkt hier oder vor diesem Bereich nach oben drehen? Hierhin. Was haben wir dann? Dann haben wir auf großer Basis erst einmal den Versuch, ein höheres Tief zu machen. Und wenn wir hier dann durchziehen nach oben weg, dann kommt wieder der Bereich oben 1960 in Frage. Und wenn wir dort dann drüber gehen, das wäre dann quasi das Long-Szenario. Dann haben wir die Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Und da haben wir es hier oben liegen. Schaut, dieses Spike die wir hier gehabt haben, Korrektur-Hochs bei 2015 Dollar in etwa. Und hier das Allzeithoch bei 2075 Dollar. Das ist das, was dann auf der Agenda steht. Im sehr, sehr langfristigen Bereich. Und jetzt wird sich halt zeigen... Ob wir hier reif dafür sind, ob die Händler das spielen oder nicht. Und dazu, um diese Frage zu klären, müssen wir warten, was der Markt macht und uns auch auf das Ganze vorbereiten. Und das ist jetzt das Interessante, was wir hier im Tageschart sehen. Ich hatte vorhin avisiert, wir haben hier in diesem Bereich zwischen grob gesagt 1820 und äh, nein doch 1820 und 1830 also hier in diesem drehbereich rum haben wir ein sehr sehr wichtiges Level hier an dieser stelle wo wir immer wieder Käufer gesehen haben schaut mal hier da drüben war es das umkehrlevel als wir hier aus diesem abwärtsschub hier oben dieses verkaufslevel dieses kleine rausgenommen haben und dann dynamisch hochgelaufen sind und hier hat sich das ganze wieder gefangen und wieder nach oben gelaufen und das ganze passiert Jetzt hier auch immer wieder. Und jetzt kommt es halt tatsächlich drauf an, was passiert. Das große Bild hatte ich gerade beleuchtet. Und jetzt gehen wir mal auf die Geschichte für die aktiven Trader ein. Da raff ich mal den Chart etwas zusammen. Wir gehen hier mal in den 4-Stunden-Chart hinein, weil da sehen wir den trendförmigen Verlauf nach unten hin. Ne? Das ist das, was wir auf Tagesbasis gerade nicht gesehen haben. Und hier wird es jetzt tatsächlich interessant. Hier ist der unten, der Kaufbereich, da sehen wir, da sind wir reingespiked und direkt wieder hochgekommen. Und hier im 4-Stunden-Chart sehen wir schon das wichtige Level hier oben. Das ist also dieses, was wir hier an dieser Stelle haben. Moment, ich ziehe hier einfach mal ein bisschen was nach oben. Das, dieser Drehbereich hier, der ist wichtig, weil das war und ist hier drüben ähm, ein Unterstützungsbereich gewesen. Und jetzt ist es der Widerstand. Und sollten wir jetzt hier oben rüber schieben, dann wäre das ein gutes Zeichen, dass der Markt tatsächlich hoch will. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant für die kurzfristigen Trader, denn wir haben kurzfristig hier, das ist dann die Gegenbewegung, doch einiges an Potenzialen, wo wir reinlaufen können hier. Grob skizziert auch 1870 und 1855, 56 wären mal die ersten Level, die hier zum Anlauf stehen. Und dann können wir das Ganze auch noch gut und gerne ein Stück weit höher schieben hier. Dieser Verkaufsbereich bei 1900 und dann geht es schon flott nach oben weiter hier. Die Swing Heights, die wir haben, das sind alles Ziele, die durchaus auf der Oberseite da sind. Also hier die Frage zu stellen, wer nach mir kauft, ist es durchaus eine relevante Frage, wo wir einige Käufer finden können. Und deswegen hier. Jetzt der Blick für die Kurzfrist-Trader. Also Achtung, aufgepasst, das ist durchaus interessant für das Intraday-Trading auch. Wie wird der Markt sich hier oben entscheiden? Wir sehen es, der Markt hier unten ist definitiv weiterhin abwärts gerichtet. Ich skizziere es nochmal für all diejenigen, die sozusagen da immer so ein bisschen Hilfe brauchen und äh, sich äh, gerne auf die Lauer legen wollen, aber immer wieder fragen: Naja, wie denn jetzt? Ne? Also hier. Das ist sozusagen ein Abwärtstrend, der verändert sich auch immer mal ein bisschen. Ne? Wenn wir mal sehen, wie lang die Schwünge anhalten, die wir hier unten drunter haben und ähm, wie tief die Korrekturen sind, das ist schon ein total geändertes Bild. Und das, ähm, was sich der ein oder andere jetzt hier oft fragt, das weiß ich aus Erfahrung heraus in den Coachings hier: Wir haben ja jetzt hier einen Aufwärtstrend, also ist ja alles schick, können wir ja wieder Long traden. Ja, hier in den Kleinsten, aber wenn wir uns die vier Stunden mal anschauen, der ist abwärtsgerichtet. Bis wir hier oben drüber laufen. Erst dann haben wir tatsächlich die Chance, deutlich drüber zu gehen. Und das ist jetzt die große Frage, wie es hier weitergeht. Wird der Markt es schaffen, diese 1856 oben rauszunehmen? Oder prallt er ab? Wenn er abprallt, dann ganz klar können wir uns schön orientieren, auch an den unteren Leveln. Das heißt, wenn es drunter geht, haben wir hier den ersten Anlaufpunkt an diesem Zwischentief und danach schon hier das Zwischentief um die Marke von 1818. Die Level sind da. Geht es allerdings tatsächlich oben drüber, dann haben wir wirklich gute Chancen. Wir sehen es hier. Das sind so die Bereiche hier. Das kann ich hier ein bisschen besser skizzieren, was dort dann anläuft. Hier die Verkaufsbereiche, die wir dann dort haben, beziehungsweise hier die Zwischenhochs an diesen Stellen, die wir hier dann haben. Das sind Marker, die sind anlaufbar. Und die sind sehr, sehr schön und sauber planbar an dieser Stelle. Also, das ist das, was wir hier sehr, sehr schön im Kleinsten mit sehen. Und das ist doch wirklich sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Also, das ist der Blick in Gold. Wie schon gesagt, hier, man sieht schön den Abwärtstrend. Und wenn wir hier eine Umkehr bekommen, ist das das, was ich gesagt hatte: für die Kurzfristtrader schön nach unten die Trading-Ideen wieder raufgehen. Ja, also hier, da sind die Anlaufpunkte tatsächlich auch da. Und wenn wir hier im Großen. Unter diesem wichtigen Bereich fallen ähm, hier in diesem äh, Level, dann ist die Richtung nach unten erstmal vorgegeben. Schafft der Markt aber hier ein höheres Tief zu machen, haben wir gute Chancen, zunächst erstmal uns nach oben zu entwickeln, hier Richtung der alten Zwischenhochs, die wir hier sehen. Hier bei 1960, wo wir mittlerweile so einen Doppeltop haben. Also sehr, sehr spannend, was wir hier entsprechend im Gold sehen. Zum Silber kommen wir nachher auch noch. Da haben wir eine Frage. Das heißt, hier an dieser Stelle passt das Ganze immer wieder rein. So, wir haben auch zum Gold eine Frage bekommen, wie das Ganze bewertet wird. Ich denke mal, das haben wir jetzt sehr, sehr ausführlich gemacht. Da können wir dort einen Haken dran machen. So, wir machen weiter an dieser Stelle. Und zwar. Gehen wir hier zum Euro-US-Dollar. Äh, den schauen wir uns auch mal an. Der kommt ja momentan etwas zurück. Aufwärtstrend ist allerdings weiterhin intakt. Ich muss jetzt nur, hier ist der Euro, mir das Ganze mal anschauen. Also, wir sehen es hier im Euro. Wir sind jetzt drei Tage in Folge oder. Zwei Tage, der dritte Tag ist es jetzt, wo wir definitiv auf der Abwärtsrichtung unterwegs sind. Und wenn wir uns den Euro mal kurz anschauen wollen, ich mache mal eben hier die äh, runden Marken raus, die der hier automatisch reinsetzt. Die brauchen wir für unsere Chartanalyse nicht. Also wir gehen mal ganz kurz auf das Wochenbild. Ähm, und im Wochenbild sehen wir halt sehr, sehr schön den lang anhaltenden Aufwärtstrend. Der läuft hier schön nach oben. Das ist alles, alles gut an dieser Stelle. Ähm, was wir hier haben, die Verordnung, wo wir gerade sind, ist halt eine interessante. Und zwar dieser Bereich. Dieser Drehbereich, wo wir uns so ein bisschen aufhalten, das ist interessant und was halt äh, momentan auch ein, eine Geschichte ist, wo man einfach ein bisschen hinschauen muss, was ein bisschen nach Korrektur auch riecht, ist einfach die Tatsache, äh, dass wir hier oben an diesem Hoch, Moment, mal kurz eine Linie drauf hier, das Zwischenhoch, was wir hier oben hatten. Ähm, das ist hier oben der Bereich über 1,23 oder um die 1,2350. Der war hier drüben in der Historie, wann war das im Jahr 2018, auch schon immer wieder ein Bereich, der ein bisschen kritisch gesehen wurde, wo immer wieder Verkaufsdruck reinkam. Und jetzt haben wir gesehen, hier kam genauso wieder der Verkaufsdruck rein. Wir haben eine ganz, ganz klassische Umkehrkerze hier oben gehabt in diesem Hochbereich. Und die wurde oder wird jetzt sozusagen so ein bisschen bestätigt, ist der Wochenchart, den wir uns anschauen. Und das ist jetzt halt das Interessante, wie es ausschaut. Gehen wir hier in eine Korrektur nach unten rein oder nicht? Korrektur nach unten rein bezogen auf das große Bild, was wir hier im Aufwärtstrend sehen auf der Woche ist an dieser Stelle das zu sehen, also hier der große Trend, der hier nach oben läuft. schaut, hier unten da hat es angefangen, sich zu entwickeln. Und seitdem trennte das Ganze sehr, sehr schön nach oben rein. Ne? Und das ist das, was wir haben. Und das, was wir hier sehen, ist halt der Bewegungsarm. Und dieser Bewegungsarm, der ist da und das ist das, was wir im Tageschart sehen. Also das, was sich hier so schön nach oben schlängelt, wo wir hier. Die steigenden Hochs und die steigenden Tiefs an diesen Stellen haben. Das ist das, was wir im Tageschart sehen. Und das beleuchten wir gerade mal, denn wir sind jetzt hier an einer Stelle drinnen, die recht interessant ist von der Verordnung. Wartet mal, ich muss mal das hier noch kurz rausnehmen. So, einmal löschen und dann in den Tageschart rein. Denn. Das Level, in dem wir uns gerade befinden, das ist schon ein interessanter Kaufbereich. Diese Marke hier um die 121,50 bis 121,90, das ist der letzte ähm, Kaufbereich. Da hat sich der Trend fortgesetzt. Da hatten wir ein Zwischentief hier unten. Ne? Also hier kam es zur Trendfortsetzung. In diesem Bereich haben wir ein Zwischentief gefunden. Das Low hier unten, also hier unten, das ist das. Trend tief sozusagen aus der Korrektur heraus nach oben hin. Da wird es jetzt wirklich interessant. Also, die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist: Was macht denn der Euro hier in diesem Bereich zwischen 1,21? Was ist da unten? 28 äh, beziehungsweise hier 1,21,80. Was passiert in diesem Bereich? Denn wir sehen es hier. Das kleine Bild ist schon mal nach unten rausgebrochen. Hier der Bewegungsast ist weggenommen und jetzt befinden wir uns hier in diesem Unterstützungsbereich. Hält das Ganze nicht, können wir auf Tagesbasis schon mal den nächsten Anlaufbereich zur Unterseite identifizieren. Das wäre dieses kleine Zwischentief um die 1,20 knapp 58 und dann als nächstes auf der großen Unterseite hier. Dieses Kauflevel hier. Also dieser Bereich ist auch sehr, sehr markant hier oben. Da kam es zur Trendfortsetzung im größeren Bereich auf der Woche heraus. Ne? Hier die Korrektur, dann der Schub nach oben rein. Das ist das nächstgrößere Kauflevel im Euro. Und das alles wird sich jetzt so ein bisschen entscheiden, wie wir reingehen. Deswegen auch hier mal kurz der Blick noch für die kurzfristigen Trader. Hinein und da sehen wir hier oben schon die Umkehrformation. Ne? Also hier nach oben raus, das ist ein wichtiges Zwischentief, was wir hier genommen haben. Also dieses Level hier, das wir hier drunter durchgefallen ist, ähm, das war kurzfristig schon der Schub nach unten und wir sehen halt auch den kleinen Abwärtstrend am Laufen, also Kurz skizziert, auch hier schaut es, hoffentlich treffe ich jetzt mit der richtigen Farbe. Hier nach unten natürlich nicht. Okay, ich mache es mal ganz kurz rot, damit wir den Abwärtstrend auch sehen. Der ist jetzt hier im Kleinen äh, quasi richtungsführend. Das ist die Korrektur, die wir dort am Laufen haben. Ähm, und diese Korrektur, die kann sich halt nach unten ausdehnen. Und wie schon gesagt, momentan ist es nur die Korrektur vom Tagestrend, die sich hier so ein bisschen nach unten entwickelt. Äh, und da stellt sich jetzt halt die Frage: Wie geht es weiter? Äh, hier in diesem in diesem Chart und das ist jetzt der Punkt. Fallen wir hier unten drunter durch? Also, wir haben tatsächlich das Potenzial, jetzt nach unten weiter zu laufen, ist natürlich da. Ne? Also, hier könnte eine Gegenbewegung kommen und dann einfach weiter nach unten reinlaufen. Das ist ohne weiteres da. Wir haben auch planbare Anlaufpunkte auf der Chartunterseite, wenn es hier unten drunter durchgeht. Ne? Das habe ich ja gerade gezeigt. Das sind die Marker, die wir hier im Kleinen sehen. Das heißt, hier. Dieser Drehbereich, dieser Zwischentiefbereich um die 1, 21, 28 und dann hier dieses Zwischentief, was wir hier unten in diesem Level haben, die 1,20,57. Das sind Marker, die sind dann da und dann das große Unterstützungsband hier um die Marke von 1,19. Ich sag mal grob über den Daumen 70. Da ist einiges da, was wir zur Unterseite sehen können. Die Frage ist, wo geht es dann abwärts und das ist das Level, was wir da hier brauchen. Also wenn es hier unter das aktuelle Zwischentief weiter drunter geht, setzt sich dieser klein skizzierte Abwärtstrend nach unten fort und das ist das was wir brauchen und diejenigen die sich diesen laufenden Abwärtstrend also das in kleinen Bild hier was ich rot skizziert habe das als Richtungsgeber nehmen die schauen jetzt auch einfach wieder in die kleineren Zeiteinheiten rein da sehen wir nämlich schön die Bewegungs- und Korrekturarme und die nutzen wir einfach, um zu schauen, wie es hier weitergeht. Das heißt, was wir momentan sehen im kleinen Bereich ist, dass wir definitiv, Moment, da mache ich das Bild mal etwas größer, dass wir es hier ein bisschen besser sehen können. Schaut mal, das ist der Bewegungsarm in den 15 Minuten. Also das große Bild ist jetzt der 4-Stunden-Chart, das, was ich hier. Grob skizziert habe. Und das hier ist der Bewegungsarm. Und dieser Bewegungsarm, der ist mittlerweile gebrochen. Das heißt, wir sind ja hier oben drüber gelaufen. Und da kommt es jetzt drauf an, wie sich das Ganze entsprechend ausweitet. Hier und wenn wir die Korrektur halt sehen, sehen wir halt die Anlaufmarke auf der Chartoberseite, die wir hier durchaus für die Planung mit reinnehmen können. Das heißt, wenn wir hier oben drüber fortlaufen, haben wir in den 15 Minuten dann einen Aufwärtstrend. Da ist dann auch valide, das wäre dann quasi der Regressive Trend, also hier, der ist noch nicht da. Wir müssen dazu hoch, ne? also wir müssen hier oben drüber. Dann ist er da und der hat dann kurzfristig die Möglichkeit, sich nach oben zu entwickeln. Und dann haben wir hier schön entsprechend die Anlaufpunkte an den Zwischenhochs und die kann man sehr, sehr schön zur Planung nutzen. Und das wäre dann quasi lediglich die Korrektur. Kommt zur Umkehr, dann. Erster Anlaufpunkt natürlich hier unten, das aktuelle Trendtief um die Marke von 1,2165. Also, das ist das, was wir hier mit Blick in den Kleinen sehen. Die Entscheidung jetzt wirklich zu treffen, fallen wir unten runter. Wenn ja, wäre das ein Schwächezeichen. Wenn nein, wenn es nach oben geht und wir hier einen Aufwärtstrend bilden, dann haben wir die Chancen tatsächlich oben reinzulaufen und die Anlaufmarke hier an den Zwischenhochs zu suchen. Grob die 1,22,26, 26, dann hier oben das Level um die 1,22,63 63 bis 65 und dann hier. Das Zwischenhoch, was wir dort oben haben, um die 1,22 und 85. Das sind Marker, die wir hier aus der Korrektur finden. Mit Bezug auf Richtungsgabe oder Richtungsvorgabe. Zunächst zumindest erst einmal hier im 4-Stunden-Chart. Das ist die Korrektur die wir hier momentan im Euro nach unten sehen. Das wäre das und damit blicken wir hier in den nächsten Chart rein. Britisches Pfund, japanisches Yen. Fand ich gestern auch relativ interessant äh, hier, wenn wir uns das Ganze mal im Tageschart anschauen möchten. Das Level, auf dem wir uns befinden, das ist schon eine recht interessante Geschichte, denn äh, der Markt arbeitet sich so Stück für Stück im Kleinen nach oben, so in Minischritten. Aber es ist auf alle Fälle ein Bild, wo man sagt da kann man hinschauen. Hier könnte sich durchaus einiges entwickeln. Denn wir sehen es. Der Markt ist mittlerweile hier. Ich habe diese diese Marker hier noch drin gelassen hier oben in diesem Level war ein oder ja doch war ein Widerstandsbereich also dieser Bereich hier oben wir sehen es die 140 knapp 15 ran runter ran runter ran runter es war der Widerstand da sind wir jetzt drüber gelaufen und der Markt versucht sich drüber zu stabilisieren wir haben nach oben hin weiter ein bisschen Potenzial das heißt zunächst erstmal natürlich müssen wir hier oben über die Zwischenhochs raus bei über 141,35 und dann ist der Weg halt hier oben auf dieses Zwischenhoch zunächst erst einmal da und da sieht man schon welchen Kontext wir hier fahren können, nämlich den, dass wir uns im Tageschart hier innerhalb eines Aufwärtstrends befinden und zwar hier ist das im Großen, also das ist sogar die Woche, die wir hier mit anskizzieren können. Das ist mal das große Übergeordnete Bild, wo wir aus der Korrektur rausgekommen sind und nach oben laufen. Und wir laufen hier ebenfalls in einem Trend nach oben. Das sehen wir immer wieder sehr, sehr schön hier oben ran. Der Trend ist jetzt entsprechend da. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie geht es kurzfristig weiter? Und das ist halt jetzt der wichtige Punkt hier oben, das Entscheidungslevel. Wenn wir hier tatsächlich über die 141,35 drüber gehen, ähm, haben wir hier. Die Etablierung eines Unterstützungsbereiches und dann ist natürlich der Weg nach oben hin erst einmal hier in Richtung 142,70 frei und danach haben wir das nächste Verkaufslevel hier als Anlaufpunkt bei 144 um die 50. Also sehr, sehr interessant, was wir hier auf der Uhr mit haben. Und was wir auch sehen, ist eine interessante Chart-Konstellation, die wir hier oben haben, nämlich hier das Top und hier die ansteigenden, leicht ansteigenden Hochs. Also das ist mehr oder weniger erstmal so ein seitwärtslauf. Das kann alles ein bisschen korrigieren und hier dieser ehemalige Widerstandsbereich, der kann auch hin und wieder noch getestet werden. Wichtig wäre es halt jetzt, dass wir tatsächlich oben drüber bleiben und dann haben wir tatsächlich die Chance, oben reinzulaufen. Fallen wir hier unten drunter, dann müssen wir einfach schauen, wie es hier weitergeht und da sehen wir halt auf dieser Stelle. Also wenn wir hier unten unter dieses Zwischenlevel fallen um die 139,45, dann ja, dann ist erstmal dieser ehemalige Verkaufsbereich als Unterstützung negiert, dann haben wir wieder die Unterseite da und dann ist diese bullische Tendenz hier erst einmal hinüber, dann haben wir die Gegenbewegung nach unten, da muss man schauen, wo es hingeht. Anlaufmarker haben wir aber auf alle Fälle da, das heißt, wenn es hier unter die 139,45 geht, haben wir mal die nächsten relevanten Bereiche. Wartet mal, ich nehme es mal ganz kurz raus, das wäre dann sozusagen hier. Dieser Dreh- und Angelbereich ganz grob um die Marke, naja, um die, was ist hier der Drehbereich, um die 137,50. Das ist dann da, das als Auffangbereich, das wird sich zeigen. Also sehr interessant, delikate Situation, schönes Potenzial zur Oberseite, aber auch genauso das Risiko für die Chartunterseite. Ähm, der ein oder andere Charttechniker, der kann sich jetzt sagen: Okay, was haben wir hier? Schaut es euch mal an. Wir haben eine Oberseite, die flacher steigt als die Unterseite. Ähm, Im größeren Bild so, ja, so ein bisschen was Keilförmiges zu ziehen. Moment, das war jetzt hier unten falsch angesetzt. Also na, komm her hier. Diese Seite hier, wenn man das mal oben rauf sieht, hier das schön angezogen. Ja, natürlich, das ist keilförmig und das ist ganz klar die riskantere Variante. Das heißt, sollten wir hier unten ausbrechen, könnten wir durchaus den Rutsch nach unten sehen und da bekommt natürlich dieses Ausbruchslevel hier um die 140, 15 eine ganz, ganz andere Bedeutung. Das kann man auf der Uhr haben, deswegen schönes, interessantes Spielchen hier im britischen Fund und deswegen heute auch auf der Uhr. Gut, also das hätten wir da und jetzt schauen wir mal auf die Märkte. Also Silber SP 500 wird gefragt, ähm, UK 100, also der britische Markt wird ge äh, gefragt, das passt alles. Also hier an dieser Stelle gucken wir gleich da rein, hier an dieser Stelle. Gut, also Thema US 500. Starten wir mal durch hier, da ist er. Ähm, wir sehen es, die Stunde. Nach unten, jetzt die Umkehr. Interessantes, interessantes Level übrigens, äh, in dem wir hier momentan uns befinden. Ich gehe mal ganz kurz auf den Tageschart noch im SP 500 rein, ähm, denn da sehen wir sehr, sehr schön, wie der Markt weiterhin nach oben läuft. Also ein sehr, sehr intakter Aufwärtstrend, was wir hier haben. Ähm, wir verharren hier auf relativ hohem Niveau, ja, das ist ganz klar, das äh, kann man schön sehen. Ähm, was wir hier an dieser Stelle auch sehen, Moment, ich lösche mal hier kurz ein paar Marker raus. Was wir hier an an dieser Stelle natürlich auch sehen, äh, ist die Situation, wir haben hier eine sehr sehr schöne starke dynamische Aufwärtsbewegung gestartet hier unten in diesem Drehbereich um die Marke von knapp 3660 Punkte, schön nach oben laufend und wir sehen hier die Zwischentiefs, also das hier ist ein schöner Trend untergeordnet da, den sehen wir sehr sehr schön in der Stunde hier. Das ist der hier. Der ist sehr, sehr schön da. Das ist jetzt interessant hier, wie der Markt sich verhält. Denn wenn wir mal wieder schauen, wo war das Zwischentief, dann haben wir hier mal wieder einen Bereich, der immer wieder angetestet wird, nämlich bei starken Trends gewisse Ausbruchslevel. Das ist hier der Bereich so zwischen 3780, 3785. Dieser Bereich hat hier gut gehalten. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend, was passiert. Denn, schaut mal hier, sehr, sehr dynamische Abwärtsbewegung. Ich skizziere es mal ganz kurz ein. Und dann jetzt der Ausbruch zur Oberseite. Also, hier in diesem Kontext, charttechnisch, für das Kurzfristige, was sich hier ergeben kann. Schaut, hier im Aufwärtstrend eine, eine ich sage mal, das ist jetzt keine Bullenflagge mehr, sondern das ist einfach nur ein relativ steiler... Korrekturkanal und aus diesem relativ steilen Korrekturkanal ist der Markt jetzt nach oben ausgebrochen. Und das ist jetzt das Interessante, denn wir sind hier rein von der Verortung her in der Korrektur. Hier war der Korrekturarm sozusagen nach unten hin. Der Aufwärtstrend hier ist weiterhin intakt. Wir drehen jetzt hier sozusagen rum. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, für das kurzfristige Trading müssen wir jetzt eine Zeiteinheit kleiner gehen. Und da sehen wir hier sehr, sehr schön den Abwärtstrend in den fünf Minuten. Das ist der Korrekturarm. Wir sehen hier unten eine schöne Bodenbildung. Also hier dieser Bereich hier unten, das ist die Bodenbildung. Und das ist das, worauf es jetzt nämlich ankommt. Hier unten kamen nicht wirklich Tiefs und wir haben hier oben ein sehr, sehr wichtiges Level, nämlich das, was wir hier haben. Das ist der Bereich um die 3806 bis 3810 hier oben rein. Dieser Bereich ist ein sehr, sehr wichtiger Widerstandsbereich, denn wir haben es gesehen in der Vergangenheit, was wir hier drüben hatten. Ähm, da ist der Markt ran gelaufen, runtergelaufen, ran gelaufen, runtergelaufen. Also hier fehlten dann sozusagen die Käufer. Da hat sich schön der Abwärtstrend nach unten fortgesetzt, aber hier unten hat dann die Dynamik gefehlt. Und jetzt wird es halt wirklich interessant, was passiert hier oben. Wir haben den Spike oben drüber jetzt schon gesehen, über dieses wichtige Level dort oben. Das heißt hier oben, Moment, hier sind wir drüber gelaufen. Also wir haben jetzt hier auch wichtige Zwischenhofs auf dem Weg nach oben raufgenommen. Hier, da haben sich schön die Käufer gefunden. Und diese Käufer haben natürlich dafür gesorgt, dass hier Dynamik reinkam. Und wir haben jetzt im kleinsten hier schon einen Aufwärtstrend. Und der hat dann durchaus das Potenzial, weiter nach oben zu laufen. Und als Zielmarker müssen wir uns wirklich nur mal anschauen. Wir haben ein paar schöne Bereiche hier oben. 3000. 816 sind hier da zu sehen. Dann haben wir hier oben dieses Level um die 3820, 21 und dann hier natürlich das Hoch da oben, beziehungsweise also bei 3800 äh, um die 32, beziehungsweise für diejenigen, die es hinschauen wollen, hier haben wir ein bisschen. Das Thema Gap, Gap Close, hier ist ein Verkaufsbereich. So, also, wir haben doch einiges auch auf der Oberseite, wo wir hinlaufen können. Es wird halt jetzt interessant, wo es hingeht. Wie schon gesagt, kurzfristig wäre es jetzt wichtig, dass wir hier übers Zwischenhoch drüber laufen und dann den Markt dynamisch nach oben mitnehmen. Äh, passiert das nicht, müssen wir uns zwangsweise mit der Unterseite beschäftigen. Und da ist es halt jetzt wichtig zu sehen, was passiert unten raus. Hält dieser Bereich hier unten nicht, also finden sich um die knapp äh, 3800 Punkte keine Käufer. Ähm, das wäre äh, ein etwas negatives Zeichen hier in diesem Bereich, dass wir uns auf der Unterseite orientieren müssen. Und was wir dann haben, ganz klar hier unten, das Zwischentief. Dieser Bereich da unten, der kommt dann natürlich wieder als Hausnummer in Frage und der ist da, die Marke knapp bei 1700. 83, das sehen wir dann auch schön im Stundenchart hier unten, aber das ist halt noch viel, viel Luft da muss man schauen, wo es wirklich hingeht. Das heißt, hier die Korrektur sollten wir hier unten drunter fallen, haben wir natürlich auf der Stunde einen astreinen Abwärtstrend und da hätten wir wirklich das nächste Anlauflevel hier unten erst um diesen Kaufbereich, den ich vorhin entsprechend auch schon avisiert hatte. Das müssen wir abwarten. Das heißt, wir haben viele viele Chancen auf der Oberseite. Das Risiko unten hin ist auch da und das wird sich jetzt auch hier in diesem Bereich wieder entscheiden. Sehr Interessant, was wir hier an dieser Stelle mit sehen. So, dann kommen wir zum Silber und dann machen wir DAX und den britischen Aktienindex. So, zum Silberpreis. Silber hatten wir letzte Woche auch schon immer mal auf der Uhr. Ich freue mich sehr entsprechend über die Fragen, die wir hier sehen. Silber äh, ähnlich zu sehen wie Gold. Also, wir haben hier momentan ein identisches Verhalten hier an dieser Stelle, äh, was wir im Silberpreis zum Gold sehen. Also, hier kann ich meine Worte einfach nur wiederholen, auch wenn der Chart vom Silber etwas anders ausschaut, wo wir hier schon hochgelaufen sind. Können wir einfach sehen, der Freitag hat diesen, dieses Trend hoch, äh, dieses Zwischentief hier rausgenommen, hat also diesen Aufwärtstrend gebrochen. Allerdings finden wir hier unten halt auch momentan Käufer. Und da kommt es jetzt tatsächlich drauf an, was der Markt hier macht. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück hier auf die Woche. Und in der Woche äh, sehen wir halt hier der Aufwärtslauf, untergeordnet natürlich der Trendarm. Und im Silber kann. Genau das gleiche passieren wie im Gold. Das heißt, was wir jetzt hier durchaus sehen können, ist, Moment, das muss ich das Zeichentuch wieder anmachen, dass wir hier unten eine im großen Bereich eine ganz, ganz klassische Bodenbildung gesehen haben, wo der Markt jetzt hier schön nach oben raufgelaufen ist und wir jetzt hier an dieser Stelle einen Abverkauf bekommen haben und sollten wir hier die Stärke wieder reinbekommen, dann ist gut und gerne die Chance gegeben, dass sich hier auch im größeren Bild ein Aufwärtstrend formiert der dann die Chancen hat, oben reinzulaufen, auch in die alten Hochs, die wir hier oben liegen haben. Das kann man durchaus sehen, das ist durchaus da. Und wenn wir uns das im kleinen mal anschauen, im Vier-Stunden-Chart, sieht man es noch nicht so gut. Wir gehen mal kurz in den Stunden-Chart. Da sehen wir es ein bisschen besser. Also wenn wir hier eine saubere Umkehrformation ähm, haben wollen, dann muss der Markt quasi wirklich richtig umkehren. Und die richtige Umkehr wird halt so aussehen, dass wir den Stundentrend auf alle Fälle rausnehmen und sich ein neuer Trend etabliert. Und der Stundentrend, er ist halt hier Schauts Bewegung, Korrektur, Trendentstehung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und was wir jetzt hier sehen, ist erstmal nur. Die Bewegung und zwar bis hier oben rein. Also wir müssen quasi hier oben drüber, über dieses Zwischenhoch, was wir hier haben. Und wenn der Markt das tatsächlich schafft, ja, das heißt, hier irgendwo jetzt rauflaufen, entweder direkt drüber, wir sehen es im im Allerkleinsten hat er ja hier unten schon angefangen, leicht zu trenden, Aber wenn er es tatsächlich schafft, oben rauszulaufen, in so einer Art und Weise, wie wir das hier haben, dann haben wir wirklich gute Karten nach oben zu laufen. Prallt er allerdings hier oben ab, das wäre das klassische Umkehrszenario dann. Das ist dann interessant. Das heißt, auch hier wieder an dieser Stelle sehr, sehr spannend zu sehen, was passiert für die kurzfristigen Trader. Wir nehmen sich einfach den Abwärtstrend der Stunde als Richtungsgeber, als Taktgeber ähm, und gehen dann in die fünf Minuten rein. Das heißt, wir wir blicken hier mal kurz in die 5 Minuten runter und da sehen wir hier sehr, sehr schön aktuell den Aufwärtstrend in den 5 Minuten laufen. Das ist die Korrektur des, Aufwärtstrends, äh, des Abwärtstrends der Stunde. Den sehen wir hier noch schön in seiner letzten Ausformung. Und wenn wir dann wieder rumdrehen, das heißt, hier der 5-Minuten-Trend gebrochen wird, dann. Haben wir gute Chancen und wir sehen auch hier einen wichtigen Widerstandsbereich schon liegen im 5-Minuten-Chart, nämlich das wäre dieses Level hier oben, als wir hier rangelaufen sind. Da wird es jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, was der Markt hier sieht, was der Markt hier macht. Schafft er es sich über dieses kleine Level hier hinwegzusetzen, also über dieses hier, dann haben wir erstmal gute Karten, entsprechend über diese 2517 drüber zu laufen und dieses Widerstandslevel hier zu testen. Das geht hier oben so rein, bis in den Bereich um die 2530. Wenn er das schafft. Dann haben wir gute Karten, die Korrekturausweitung nach oben zu machen, was ich gerade in der Stunde gezeigt hatte. Das heißt auch hier dieses Zwischenhoch hier oben rauszunehmen und dann entsprechend nach oben mit reinzulaufen. Das ist die interessante Geschichte hier im Silber, die wir hier tatsächlich auf der Uhr mit haben. Und dann haben wir Chancen oben reinzulaufen. Ob es soweit kommt, müssen wir sehen. Auf alle Fälle auch für die Kurzfristträger sehr, sehr interessant. Sollte der Markt rumdrehen, hier rausfallen aus der momentanen Stärke wieder in Richtung des Trends der Stunde fallen, dann haben wir auch unten schöne Anlaufpunkte im Kurzfristbereich hier, dieses Level so grob hier, ein Schwungbereich auch unten rein hier in diesem Level um die oder zwischen der Marke von 1, äh, von 24, 78 bis 24, 82, 83 in etwa, das muss man sehen, was wir aktuell sehen, ist, dass dieses Level hier, dieses kleine Level schon rausgenommen wird und hier wird sich jetzt wirklich entscheiden, schafft es der Markt nach oben zu laufen oder nicht, das ist hier sehr interessant mit Blick auf den Silberchart. So, dann gehen wir zum britischen Chart UK 100. Hier haben wir oben momentan eine Konsolidierung laufen nach dem schönen Aufwärtsschub zur oberseite hin. Ist das Ganze gut zu sehen? Was wir hier in diesem Chart momentan auch sehen, ist äh, naja, eine Art Dreieck. Wir haben hier unten eine schön stark ansteigende Seite nach oben. Wartet mal, ich mache das mal ganz kurz in grün, weil es ja oder in blau so sowas eine bullische Variante ist. Und jetzt wird es halt wirklich interessant zu sehen, ähm, was der Markt hier draus macht. Denn wenn man es mal so sehen möchte, wir haben hier äh, fallende Hochs von oben, steigende Tiefs von unten. Das heißt, das wird in irgendeiner Art und Weise ein Dreieck oder es ist ein Dreieck. Jetzt kommt ein bisschen drauf an, auf welchen Kontext man sich bezieht. Ähm, das ist manchmal nicht ganz so sauber ziehbar, aber wir sehen es halt, sollten wir tatsächlich durchaus oben durchstarten, über die 6912 hier oben drüber gehen. Ähm, das wäre wirklich sehr, sehr interessant, weil das wäre dann wirklich die Auflösung. Das Dreiecks oben raus, das wäre die Oberseite, und dann können wir uns schön weiter hier Richtung dieses bike -Hochs oben, knapp um die Marke von äh, 6955 Zähler äh, im äh, britischen Index beziehen. Und dann können wir schön die Long-Seite weiterspielen. Das heißt, da wird dann ganz klar die Erholung gezeigt. Dann spielt der Markt die Erholung mit dem Thema Brexit, mit dem Thema auch Covid-19 weiter. Fallen wir allerdings unten raus. Dann müssen wir uns zur Unterseite frisch machen, weil dann ist viel, viel Luft nach unten. In kleinen Bereichen natürlich. Erstmal hier diese Level, diese kleinen Zwischentiefs, die wir hier haben. So knapp um die äh, 6834. Dann haben wir hier unten dieses Tief da, um die 6792. Und wenn dieses Level auch noch fällt, dann ist viel Luft frei hier. Bis ins Ausbruchslevel rein und das ist die Marke um die 77 hier in diesem Drehbereich. Nochmal kurz der Blick in den Tag. Da sehen wir schön den Aufwärtstrend auch in diversen Größen. Das heißt, wir sehen hier natürlich schön den Trend auf Tagesbasis nach oben laufen. Und was wir auch sehr, sehr schön sehen, ist hier der Trend der Woche, der sich hier auch etabliert hat. Das heißt hier erste Bewegung, Korrektur zweite Bewegung und dann sehen wir auch schön immer die entsprechenden Trends in den großen Bewegungsarmen und hier ist wirklich alles sehr sehr schön zu sehen und was wir hier im Wochenchart oder mit Blick auf das große Bild sage ich es mal so auch sehr sehr schön erkennen können ist, dass wir hier schaut euch das mal an hier oben haben wir noch einen großen Widerstandsbereich liegen hier in diesem Level rum um die ja sage ich mal Marke knapp 7100 also dieser Drehbereich hier drüben das ist ein wichtiger Bereich. Der wartet hier noch vor uns. Und wenn wir den schön nach oben rausschieben, das wäre sehr, sehr interessant. Dann haben wir viel, viel, viel Luft nach oben. Aber auch aus kurzfristiger Sicht ist es momentan sehr schön zu sehen, was hier passiert. Wir haben eine feine Chancenseite. Sowohl nach oben als nach unten haben wir Bewegungspotenzial. Und das kann man sehr, sehr schön und gerne für die eigenen Trades mit nutzen. So, das war der Blick in äh, den britischen Aktienmarkt. Und dann schauen wir jetzt noch auf den. DAX, so. Der DAX. Viel Diskussion heute, genau. Gut. <laughs> Lutz, die Frage äh, nach dem DAX war vor dem Silber. <laughs> Sorry, dass ich keine Strichliste führe. Ähm, Silber kam auch in Zoom mit rein. Wir gucken auf den DAX. Ich hoffe, da ist jetzt nichts davon gelaufen. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Jetzt habe ich gerade den DAX. Hier ist er. Auf der Stunde. Hier ist er. Pass auf, DAX auf Tagesbasis weiterhin schön nach oben gerichtet. Äh, letzte Woche schön auch drüber gegangen über die 14.000-Punkte-Marke. Äh, wir haben natürlich weiteres Aufwärtspotenzial. Ich hatte das ja letzte Woche auch aufgemalt, hier Richtung 14.300 Punkte. Ähm, das ist hier oben schön ähm, die nächsten Marken, 14.200, 14.300. Das ist Allzeithoch, da muss man sich immer so ein bisschen vortasten, was ist. Da haben wir nicht so schöne, sag ich mal, Anlaufpunkte, wie wenn man historisch noch was hinten dran hat. Aber. Ähm, Im kurzfristigen Bereich ist es durchaus interessant, dass wir hier sehen, wenn wir uns den DAX mal kurz in der Stunde anschauen wollen. Ähm, da haben wir durchaus, wenn wir uns den letzten Bewegungsarm anschauen wollen oder anschauen, mal nach oben, durchaus einige schöne Anlaufmarke, die wir drinnen haben. Ähm, hier mal das Ganze genannt auch. Schaut mal hier an dieser Stelle das Ausbruchslevel. Hier um die Marke von 13.000 oder hier um die 13.900, was haben wir hier oben? 8 bis 10. Das ist ein schöner Supportbereich und da wird es jetzt wirklich interessant, wie es hier weitergeht, denn wir sehen ja an dieser Stelle hier, schaut mal, da haben wir auf äh, der Stundenbasis einen validen Abwärtstrend am Laufen. Ne? Das ist der, der jetzt hier läuft. Das ist der, der Richtungsführend gibt. Der gibt so ein bisschen den Takt in der Korrektur vor. Äh, und das ist das Thema, wo wir sehen, wie geht es jetzt weiter. Sollten wir hier unter das Tagestief von heute drunter fallen, dann haben wir nämlich auf der Chartunterseite unterseite durchaus ein paar schöne Punkte. Wie schon gesagt, erstmal zu hier unten dieser größere Ausbruchsbereich 13.908 bis 13.910, also hier dieses Level. Moment, ich skizziere es mal an. Also, dieser Bereich hier das sind sogar 930, was wir hier oben als Zwischentief haben. Das Spannungslevel, dieser Spannungsbogen, der ist natürlich da, den kann man haben. Fällt der weg, bricht der nach unten durch. Dann wird es natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir uns das mal beziehen hier auf den Aufwärtstrend, den wir nach oben haben. Ich skizziere den gleich mal noch mit ein. Hier die Marke rauszusuchen, wo sind relevante Anlaufpunkte und das ist das, was wir hier jetzt sehen. Schaut hier, das war der Aufwärtstrend, der sich hier so schön nach oben geschlängelt hat, wo wir immer wieder rangelaufen sind. Und das sehen wir hier sehr, sehr schön in diesem Bereich nach oben rauf. Hier, naja, kurzes Haltebereich und dann nach oben. Und da sehen wir es hier. Fallen wir hier unten drunter, wäre mal der nächste Anlaufpunkt mit Blick auf den Aufwärtslauf, auf die steigenden Tiefs hier ähm, im, im Stundenchart hier. Das Level um die 13.825 und dann haben wir hier unten. Dieses Bereich um die 13.700, um die 30. Das ist auch ein wichtiger Bereich. Das ist ein Schwungbereich hier, ein Wechselbereich, als wir hier ähm, die Richtung gewechselt haben. Dieser Bereich hier unten, hier, das ist das interessante Level, weil hier hat der Markt die Richtung gewechselt. Ne? Hier hat sich der Aufwärtstrend etabliert. Hier war es ein bisschen unsauber. Das sieht man immer wieder. Aber dann ging es nach oben. Und das ist halt das Level 13.730. Das ist interessant. Da ist viel Luft nach unten, und da muss man einfach auch schauen, wie sich der Markt jetzt entsprechend hier weiterentwickelt, welche Potenziale sich da rausfinden. Fallen wir, wie schon gesagt, hier unter das Tagestief von heute drunter, müssen wir das suchen, so ein bisschen auch auf Sicht fahren. Und wen das interessiert, wer diese Trends begleiten möchte, der geht dann wieder, falls wir tatsächlich die Unterseite aufspielen, in den 5-Minuten-Chart zum Beispiel rein. Und da sehen wir es hier, genau wie wir das gerade vorher besprochen haben. Das ist der Bewegungsarm nach unten von der Stunde. Der wird jetzt so ein bisschen korrigiert. Und wenn der sich nach unten fortsetzt, das heißt, wir hier unten unter diese Level drunter fallen, dann können wir schön sehen, jetzt läuft es weiter. Jetzt haben wir das, was wir gerade besprochen haben, die Potenziale zur Unterseite hin. Das heißt, hier an dieser Stelle sehen wir gerade. Die Korrektur und wenn die Umdreht nach unten hin wieder in Richtung der Bewegung geht, das wäre dann das Level, das Ziel, was wir unten raus haben. Und das ist durchaus da, falls der Markt die Negativseite rumsteckt und wir in die Korrektur etwas tiefer reingehen. Das zum DAX. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich auch nichts äh, vergessen habe an dieser Stelle zu den Werten, die wir hier bei Tickmill jeden Tag beleuchten. Im Facebook müsste ich jetzt alles gesehen haben. Das passt, DAX-Silber sind durch, Gold ist durch, US-500 ist durch. Ja, ich würde sagen, dann haben wir alles. Jetzt haben wir es 9.20 Uhr, ging heute wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, es war nicht so tragisch. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen um 8.30 Uhr live. Und wer hier live mal dabei sein möchte, einfach der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch ein Like geben oder aber sich für Zoom anmelden. Und dann direkt mit reinspringen und den ein oder anderen Wunschmarkt mitgeben lassen. Danke für die Zeit. Danke auch für die Lobe oder für das Lob von vieler Stelle zurück. Ich freue mich immer sehr, wenn das dann kommt. Und wir sehen uns wie immer, morgen früh. Bis dahin allen gute Trades. Toi toi toi. Bye bye. Und macht einen Plan und tradet den Plan. Und dann funktioniert das im Trading wie immer gut und gerne. Bis dahin. Tschüss.